sehen sich als Tiroler Madeln, die für die Tradition und den Schutz der Heimat einstehen. Rund 250 Marketenderinnen der Schützenbünde Nord- und Osttirol, Südtirol und Welschtirol sind am Samstag in Terlan im Etschtal zusammengekommen. Beim ersten Tiroler Marketenderinnen-Treffen betonten die Mädchen und Frauen, dass sie nicht nur Zierde- und Schnapsaufschenkerinnen seien, sondern aktiv im Schützenbund mitarbeiten. Ein schnelles Selfie gehört einfach dazu. Und unter so mancher Tracht lugt ein Tattoo hervor. Immerhin sind auch viele junge Mädchen als Marketenderinnen bei den Schützen. Marketenderin bin ich seit ungefähr 1,5 Jahren. Ich bin dazu gekommen, eigentlich, weil mein Papa auch bei den Schützen ist. Und es ist eine totale Ehre, eigentlich dabei zu sein. Und es gehört irgendwie dazu, in Tirol, zu der Tradition. Und meine ganze Familie ist dabei. Und es ist einfach lässig. Du bist am Wochenende halt unter die Leute und du hast Kameradschaft. Bei den Nord- und Osttiroler Schützen gibt es rund 1200 Marketenderinnen. In Süd- und Welschtirol sind es etwas weniger. In Terlan kamen rund 250 von ihnen beim ersten Tiroler Marketenderinnen-Treffen zusammen. Zum gegenseitigen Kennenlernen und zum gemütlichen Austausch. Ins Marketenderinnen ist Heimat und Tradition sehr wichtig. Und mit den Treffen wollen wir das auch sorgen, dass wir alle Tirolerinnen sein, wir für unsere Heimat ins Einsetzen und für die Traditionen stehen. Die Werte sind gleich geblieben. Doch die Rolle der Marketenderin ist in den letzten Jahren im Wandel begriffen. Die Frauen zeigen sich selbstbewusst. Sie wollen nicht nur mitmarschieren. Nord- und Osttirol hat natürlich einige Kompanien, wo es eine sehr starke Gleichberechtigung natürlich gibt. Und es gibt sicherlich Kompanien, wo es Differenzen gibt. Also wo man das differenziert sieht, dass die Marketenderinnen wirklich nur an Prozessionen teilnehmen, ihren Schnaps ausschenken und somit ist ihre Aufgabe erfüllt. Davon möchten die Marketenderinnen loskommen. Schließlich nehmen viele von ihnen schon jetzt wichtige Funktionen ein, bis hin zur Schießreferentin. Ja, Frau gleich Mann, nicht? Oder Mann gleich Frau. Weil Frauen dürfen ja schießen. Haben oft das bessere Ziel wie die Männer. Als politisch betrachten die Schützen und Marketenderinnen das Fest in Terlan nicht. Sie wollen den Kontakt zwischen den Frauen in den drei Bünden herstellen. Uns geht es hauptsächlich darum, die Arbeit von den Marketenderinnen zu würdigen, zu unterstreichen. Und das ist einmal wichtig, dass sie einen Tag für ihnen haben, über die Gemeindengrenzen aus, über die Landesgrenzen aus, wo sie sich treffen und Ideen austauschen. Das Treffen ist eine gute Möglichkeit, Marketenderinnen aus dem ganzen historischen Tirol kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen. Und obwohl ich nur ganz wenig Deutsch spreche, haben wir immer eine Möglichkeit gefunden, uns zu verständigen. Beim Treffen gibt es auch eine Trachtenschau und eine Handwerkerausstellung. Schließlich ist die Tracht ein wichtiger Teil der Tradition, die Schützen und Marketenderinnen hochleben lassen wollen. Wir haben sehr aufwendige Tracht, weil wir sehr viele Falten haben. Und durch das ist es schon ziemlich schwer. Die Tracht hat ungefähr 10 Kilo. Wie packt man das? Ja, durch Motivation, weil man einfach mit dem ist man aufgewachsen und das gefällt einem. Beim Marsch durch Terlan zeigt sich die bunte Vielfalt der Trachten aus allen Landesteilen. Die Marketenderinnen der drei Schützenbünde wollen sich nun regelmäßig treffen, um ihre Anliegen gemeinsam weiterzubringen.